Guten Morgen, Trader. Zeit für einen Blick in die Märkte hier zur Wochenmitte im WTI. Wir schauen auf den britischen Aktienindex, den FTSE 100. Und in den Währungen habe ich hier als Handelsidee auf der Uhr im Nebenbereich Euro, türkische Lira. Aber mir ist noch was anderes ins Auge gesprungen. Es gibt heute noch ein kleines obendrauf, und zwar Kandala Schweizer Franken. Das und mehr gleich in den live tickenden Charts. Zuvor wie immer, guten Morgen erst einmal an alle, die hier live zuschauen auch. Georg, Holger, grüß euch. Danke für die Zeit hier in den morgendlichen Minuten, kurz vor dem offiziellen Handelsstart. Der Risikohinweis folgt als nächstes. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit CFDs und Devisen auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das dazu. Und dann hatte ich ja gestern schon einen kleinen Teaser gebracht auf das, was wir am Freitag machen. Ich habe ja versprochen, heute gibt es ein bisschen mehr. Wir haben am Freitag im Exklusiv-Trader-Special-Exklusiv, das machen wir hier auch in relativer Regelmäßigkeit auf Tickmill ganz exklusiv, den Andreas Plagge hier. Er ist selbst Trader, hat eine Firma Plagge Consulting for Traders, und er hat im Traders Magazin seine Angriffsplanstrategie auch vorgestellt, und ich habe ihn live am Freitag hier für Sie in der Sendung. Das Ganze startet gegen 9 Uhr. Immer mit dabei sein ist eine gute Sache. Das Ganze hier wie immer kostenfrei und nur bei Tickmill schon mal auf die Agenda schreiben. Und wir machen jetzt an dieser Stelle weiter mit dem klassischen Tagesvorbereitungs-Part. Zuerst der Blick in die Nachrichten. Kurzer Blick zurück. Gestern haben wir ja gehabt das Wahlergebnis in Großbritannien. Da gab es jetzt keine Überraschung mit dem Kandidaten, der es geworden ist. Der Aktienindex hat zunächst auch relativ gut reagiert. Mal schauen, was als nächstes kommt. Aber das war schon mal gut, dass die Märkte zumindest mal nicht negativ überrascht worden sind. Ansonsten der Blick für heute. Heute mal zeitlich in der Reihenfolge sortiert. Um 9.30 Uhr gibt es in Deutschland den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Das ist sehr, sehr wichtig, damit wir wissen, wie es in dieser Ecke geht. Um 10 Uhr gibt es dann die Einkaufsmanager-Indizes auf Euro-Basis, das heißt hier für das verarbeitende Gewerbe die Daten und für die Dienstleistung um 10 Uhr. Weiter geht es am Nachmittag, da gibt es um 15.45 Uhr auch Einkaufsmanager-Index hier für das verarbeitende Gewerbe und auch für die Dienstleistung. Wir bekommen um 16 Uhr die Nachrichten zu den Verkäufen neuer Häuser und am Abend dann, nein, nicht am Abend, um 16.30 Uhr die Rohöllagerbestände geht bei uns in Richtung Abend. Was noch offen ist, ist eine Rede von der noch oder ehemaligen britischen Premierministerin Frau May. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch ist und erst heute Abend nicht mehr oder ob sie schon komplett vom Amt raus ist. Da bin ich jetzt etwas überfragt. Aber die Rede steht auf alle Fälle heute im Laufe des Tages auf der Agenda. Und damit würde ich sagen, ist es Zeit, hier reinzugehen in die tickenden Charts, wie immer im Stereo Trader Add-on hier mit dem MetaTrader. Kandala Schweizer Franken schauen wir uns gleich an. Zunächst erst einmal starten wir hier mit einem Blick in die Währung. Danach kommt WTI und FTSE 100. Währung hier, wie schon gesagt, wieder mal ein kleines bisschen auf der Nebenseite zur Diversifikation im Portfolio. Heute mal Kandidat Euro, türkische Lira übergeordnet. Abwärts gerichtet, ist hoffentlich für jeden gut und klar erkennbar. Hier der Abwärtsschub, hier, na, hier im Kleinen untergeordnet ebenfalls der Abwärtsschub. Und was wir hier jetzt sehen, ist einen guten, sage ich mal, Widerstandsbereich hier oben um das Ausbruchslevel hier, als dieser Trend sich gebildet hat, dieser blau markierte Trend bei 647, 762 war hier das Tief an dieser Stelle, wo dann diese starke Dynamik eingesetzt hat. Der Bereich hat hier oben zweimal auch gehalten. Und jetzt sehen wir die ganzen letzten Tage immer wieder
wenn wir in den Bereich dieser Abwärtstrendlinie kommen, eher die Schwäche im Markt als die Stärke im Markt. Ne? Wir haben hier eine Außenkerze, die Kurse tingeln in dieser Außenkerze und dieses Widerstandsniveau hier oben, was man so schräg nach unten abziehen kann, das sind die Tops, da kam immer wieder Schwäche rein. Wir sind heute Morgen, übrigens, man kann es ja relativ gut sehen auch an dieser Stelle, wir sind jetzt erstmals oben drüber gegangen. Wir schauen uns das gleich in der Stunde an. Das wird interessant, wenn wir tatsächlich drüber laufen und uns hier stabilisieren, dann stehen die Chancen auf der Uhr, dass wir hier oben erst einmal zunächst das Hoch dieser Außenkerze antesten. Das haben wir hier drüben liegen bei 6,42,590. Übrigens, wir haben jetzt hier im Stereo Trader ein neues, ja, ich sag mal, ein neues Release bekommen. Da gab es optisch ein paar Änderungen. Hier haben wir jetzt am Rand drüben am Bildschirmrand die Zahlen stehen, also auf der linken Seite. Ich muss mal schauen, ob ich den Dirk Hilger dazu bekomme, dass er uns mal eine kleine Einweisung gibt in die Neuigkeiten hier. Das schauen wir mal, dass wir das hinbekommen. Aber nichtsdestotrotz, das Ganze haben wir hier auf der Oberseite zum Euro-Türkische Lira. Wie schon gesagt, hier wird es dann interessant, wenn wir wirklich die Stabilisierung drüber bekommen, was hier oben am Hoch dieser Außenkerze passiert. Läuft es drüber, dann haben wir den Weg wieder offen Richtung dieses Widerstands hier oben an dieser Stelle. Dann hätten wir allerdings auch die Tatsache, dass wir hier kein neues Tief haben. Das heißt, dann würde der Markt wahrscheinlich eher auch noch ein Stückchen weiter nach oben laufen können. Das ist allerdings alles komplettes Zukunftsgeschehen. Wichtig ist erstmal, was hier oben passiert und wie wir jetzt uns verhalten, ob wir wirklich nach oben laufen oder ob der Markt wirklich wieder schwächelt und diesen Trend nach unten einfach fortsetzt. Mit Blick im Tageschart, bevor wir in die Stunde gehen, hier unten zu sehen die Unterstützungen. Einmal hier am Trendtief bei 6,30,440, gefolgt dann hier unten haben wir noch ein paar Marker liegen, wo immer mal aufgekauft wurde, hier bei 6,23,603. Und hier drüben bei 6,12,234. Das sind so die Tiefbereiche. Ach, der Dirk, der schaut auch zu. Dirk, ich habe dich schon angeteasert. Vielleicht machst du mal einen kleinen Special-Auftritt hier bei uns auf Tickmill, hier das neue Release auch vorzustellen. Mal gucken, wir können ja nachher mal drüber sprechen. Schauen wir jetzt mal hier in die Stunde. Der Euro-Türkische Lira, wie sieht es dort aus? Und da sehen wir das, was ich gerade auch in dem Tageschart auch schon gesagt habe hier an dieser Stelle. Das ist schön, der gesamte Ablauf und das, dieses weite Ausmaß hier, das ist die Tageskerze, der Außenstab sozusagen. Und wir laufen jetzt innerhalb dieses Außenstabs so leicht nach oben. Und hier haben wir jetzt, das markiere ich mal ganz kurz, das hier oben ist so der leicht untergeordnete Deckel. Und da kommt es jetzt drauf an, laufen wir wirklich drüber, dann sind wir hier, ich passe die Linie mal kurz so ein bisschen an, hier oben, da läuft die Linie lang. So, wir haben es jetzt schon mal versucht, leicht oben drüber rauszugehen. Und das ist jetzt der Punkt. Stabilisiert sich der Markt hier drüber? Haben wir eine Chance, tatsächlich etwas nach oben zu laufen. Dann wird es interessant, was hier passiert. Ist es aber nur ein Test gewesen und es kommt wieder definitiv die Schwäche rein, dann haben wir hier die Karten eher Richtung Unterseite und dann irgendwann halt auch die Trendfortsetzung des Tagescharts, also hier mit Blick zur Unterseite rein. Das ist das, was wir hier aus den aktuellen Trends bzw. Bewegungen am Markt hier lesen können. Und damit schauen wir mal rüber in das WTI bzw. dann auch in den FTSE 100. Schauen wir mal aufs Öl. Das war ja die letzten Tage immer so ein Hin und Her. Ich weiß nicht, wer es unter Tage auch beobachten konnte an dieser Stelle. Es ging immer mal hier so im Bereich der 56-Dollar-Marke hin und her. Das sieht man auch schön hier im Stundenchart. Der Markt hat schon eine ganze Weile gebraucht, um sich wirklich von diesem Level zu lösen. Untergeordnet läuft hier ein Aufwärtstrend nach oben. Das ist gut ersichtlich. Das ist die korrektive Phase. Wenn wir weiter Ausdehnung nach oben sehen wollen, wäre es jetzt natürlich sehr, sehr interessant, dass dieser hier, der kleine Aufwärtstrend, es auch schafft, sich über diesen Trendhoch hier zu stabilisieren. Damit wäre es technisch so, dass dieser Abwärtstrend, der so weit nach unten gelaufen ist, erstmal nach oben hin rausgenommen wird. Und dann haben wir natürlich die Anlaufpunkte auf der oberen Seite hier, die entsprechenden Trendhochs im Abwärtstrend, erst einmal hier Richtung dieses Widerstandes. Also es war mal eine Unterstützung, jetzt ist es ein Widerstand. Heißt also hier, nächster Anlaufpunkt nach oben, die 58,30 und dann, jetzt gehen wir mal kurz zurück in den Stundenchart, in den Tageschart, damit wir das besser sehen können. Hier oben haben wir dann noch einmal diesen Bereich, der wird jetzt hier mit guter Wahrscheinlichkeit wieder ein Widerstandslevel werden. Das ist hier die Marke von 59,50 und dann haben wir auch schon die Chance, weiter noch nach oben zu laufen. Wir müssen allerdings immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil
Die blaue Linie zeigt es an. Dieser Trend hier ist erstmal rausgenommen worden nach oben, nach unten hin. Das heißt, wir sind aktuell trendlos. Das, was wir hier sehen, dieser laufende Aufwärtstrend in der Stunde, ist der Gegentrend zu dem, was hier runtergekommen ist. Und wenn der nach unten wegbricht, dann haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze nach unten hin zu traden. Anlaufpunkt wären dann natürlich wieder hier unten dieses Tief bei 54,70. Die Lows hier entsprechend im Tageschart zu sehen, an den Kerzen natürlich auch die Anlaufpunkte. Und wenn diese Marke dann komplett wegbricht, dann zoomen wir mal kurz etwas tiefer, haben wir hier unten das Trendtief in der Unterstützung bei 50,55. Auch das übrigens sehr, sehr schön erkennbar mit Blick hier in die Stunde rein. Ich zoome das mal kurz etwas näher zusammen, damit wir die Anlaufbereiche auch unten sehen. Schaut, hier ist der Trend wirklich rausgenommen worden. Das sieht man sehr, sehr schön komplett durch diesen Abwärtstrend. Der Abwärtstrend ist auch noch nicht gebrochen. Das bitte ich wirklich hier zu beachten. Und wenn wir hier weiter nach unten laufen, dann haben wir die Chance, unten reinzugehen. Und wer hier planen möchte, wie schon gesagt, da haben wir halt die Marker liegen hier an den Tiefs, die wir unten drinnen haben, hier um diese Marken von 53,35, 53,30 in etwa, und dann macht es mal weiter nach unten. Hier ist hier in diesem Bereich ganz grob unten bei 51,40, 41,44 das nächste, und dann haben wir schon das Tief hier unten. Ich denke, es ist gut erkennbar und das Ganze natürlich gut tradebar, wenn der Markt hier rumdreht. Ansonsten, wie schon gesagt, wenn er hochläuft und hier den Aufwärtstrend weiter fortsetzt über das Abwärtstrend hoch, dann haben wir Chancen, erst einmal die Richtung nach oben zu sehen. Ich denke, Zünglein an der Waage wird so ein bisschen das sein, was wir heute sehen im Ölmarktbericht am Nachmittag, und dann wissen wir hier ganz genau Bescheid. Und damit gehen wir in den FTSE 100 hier. Der britische Aktienindex, der hat gestern ganz schön ordentlich mit Stärke auch aufgetrumpft. Die ist dann zwar tagsüber wieder abverkauft worden, aber nichtsdestotrotz, es war erstmal ein gutes Zeichen, was hier zu sehen gewesen ist. Zumindest einmal ein Zeichen von Stärke, dass der Markt sich immer wieder die Chance offen halten kann, nach oben drüber zu laufen. Was ist hier gestern passiert? Schaut euch das mal an. Mensch, hier sind die ganzen Linien verschwunden. Ich habe das alles schön eingezeichnet. Heute fehlen hier einige Linien aus den Charts heraus. Gut, also schauen wir, was haben wir liegen? Wir haben übergeordnet hier laufend weiterhin den Aufwärtstrend. Das ist ganz klar. Wir haben ein Support-Level hier liegen an diesem Ausbruch hier bei 7.469 Zählern. Das ist der Bereich, da sind wir zwischendrin schon mal relativ nah herangekommen hier. Wir haben dieses Low hier unten liegen bei 7.474 Punkten. Jetzt kam schön der Schub nach oben und gestern, wie schon gesagt, ein richtig tolles Zeichen von Stärke. Wir sind hier mal drüber gepiekt über das Zwischenhoch bei 7.590 Zählern, haben das Tageshoch bei gut 7.598 Punkten markiert an dieser Stelle. Dann kam Schwäche rein, das sehen wir hier an dieser Stelle auch, und wie schon gesagt, das wart aber erst einmal die Chance, dass der Markt durchaus höher kann, wenn er will. Ja, jetzt müssen wir allerdings auch schauen, hier kein Goodwill-Trading, sondern genau sehen, was der Markt hier macht. Und das schauen wir uns jetzt mal in der Stunde an, weil so ein Abverkauf ist auch nicht von schlechten Eltern gewesen. Man muss einfach sehen, die Hälfte der Tageskerzensteigerung ist wieder abverkauft worden. Das ist jetzt allerdings in diesem Kontext jetzt nichts Ungewöhnliches. Das haben wir hier gesehen an diesem Tag. Ja, hier haben wir höher geschlossen. Zwar nur ein bisschen, aber wir sind von unten hochgekommen, von oben auch wieder runter am Folgetag dann. Eine schöne steigende Kerze, aber auch zur Hälfte wieder abverkauft wurden. Am gestrigen Tag dann dasselbe Spiel, deutlich höher rausgegangen, aber auch viel abverkauft. Das ist so ein bisschen das Verhalten. Das ist allerdings auch ein sehr, sehr zögerliches Verhalten, beziehungsweise wir sehen an dieser Stelle auch, dass die Marktteilnehmer sich nicht so richtig aus der Deckung trauen, weil höhere Kurse wurden hier immer wieder zum Abverkauf genutzt. Das haben wir auch hier gesehen. Und deswegen schauen wir jetzt mal hier in die Stunde rein. Wenn wir wirklich hier oben keine neuen Käufer finden und der Markt tatsächlich wieder nach unten läuft, dann haben wir natürlich wieder die Gefahr, dass wir hier unten reinlaufen und sich diese gesamte, sage ich mal, abwärts trendende Bewegung hier in diesem Bereich, also wenn der Markt tatsächlich wieder runterläuft, dann haben wir halt, sag ich mal, die Tür offen, wenn wir hier diesen Unterstützungsbereich rausnehmen, dass der Markt erstmal noch deutlich weiterläuft. Er kann ja diesen Aufwärtstrend weiter korrigieren. Wir haben das Low ja erst hier unten bei 7.358 Zählern und da ist noch eine Menge Luft nach unten. Von der Seite her gucken wir uns das Ganze jetzt mal in der Stunde an und da sehen wir halt, dass im Kleinen zumindest erst einmal dieser aufwärts trendende Markt, den wir hier haben,
hat halt hier unten in diesem Bereich hier um diese Marke gibt es eine Unterstützung. So, ich mache das mal kurz grün, beziehungsweise wir können das mal Magenta machen, dass wir es dann im Tageschart besser sehen können. Also das ist so ein bisschen der Bereich, da haben wir Unterstützung. Da ist der Markt immer wieder hochgekommen und jetzt kommt es halt drauf an, was passiert. Finden wir hier keine Käufer mehr, dann haben wir tatsächlich die Gefahr, dass sich dieses leichte, sage ich mal, Ping-Pong-Spiel, was wir hier unten haben, kurzen Augenblick, das Ganze wird nochmal visuell ein bisschen besser dargestellt. Dieses Ping-Pong-Spiel kann dann durchaus schon dazu führen, dass wir nach unten entladen. Das heißt, an dieser Stelle, schaut es euch an, wir haben jetzt hier den Aufwärtsgang wieder hier hoch an dieser Stelle. Wir haben schön den Markt nach unten wieder angehalten im Support. Als nächstes ging es dann wieder hoch, aber technisch ein leicht tieferes Hoch. Ne? Also wir sehen hier schon abfallende Marken, der Druck kommt schon eher von oben und das ist jetzt der Punkt, wenn wir tatsächlich unten durchstoßen sollten, dann haben wir hier eher die Abwärtsdynamik da und das wäre dann ein Zeichen, dass der Markt eher erstmal wieder nach unten will als nach oben. Das sehen wir sehr, sehr schön im Stundentrendverlauf und wenn das kommt, dann müssen wir uns auch eher zur Unterseite hin orientieren und wir sehen auch schon im Stundenchart dann interessante Anlaufpunkte und die sind halt aber auch ein ganzes Stückchen weg. Ne? Wir sehen jetzt hier in der Stunde hier einen Schwungbereich. Wir haben die Tagestiefs liegen hier um die 7515 bzw. hier unten 7448 Zähler. Das wären dann Marker, die haben wir kurzfristig erstmal unten dran und dann, wie schon gesagt, immer die Gefahr für die Long-Seite betrachtet, die Chance natürlich für die Short-Seite betrachtet, hier, dass dieses Level erstmal unterschritten wird, hier keine Kauforders mehr liegen und wenn der Markt eher nach unten läuft, hier in Richtung 7.358 Zähler an dieser Stelle. Das also die Handelsideen, die ich auch im Blog schon bekannt gegeben habe an dieser Stelle. Und dann habe ich ja gesagt, es gibt heute noch ein kleines Stück on top, obendrauf. Und das ist hier das Währungspaar Kandollar Schweizer Franken. Das hatte ich jetzt nicht in die anderen Zeichnungen mit eingefügt. Hab das nur kurz in der Vorbereitung gesehen. Schaut euch das mal an hier. Das ist eines meiner Lieblingshandelsmuster. Wer das aus anderen Videos von mir kennt, Mike's Reversal Patterns ist hier unten gekommen aus einem schönen tiefen Rücklauf rein hier in diesen Korrekturbereich, den wir hier unten haben, beziehungsweise in diesem, ja, jetzt ist es ja ein Support hier drüben, war es noch ein Widerstand. Ist sehr, sehr interessant. Ich bin hier leider ein bisschen zu spät dran, um den Trade optimal zu treffen. Das Umkehrsignal kam hier. Der Markt läuft schon hoch, aber wir haben hier wirklich eine gute Chance, erstmal ein Stück weit nach oben zu laufen. Anlaufmarke hätten wir hier als nächstes zumindest mal das Tageshoch von gestern, von vorgestern hier bei 0,75328. Also wir haben schöne Marker nach oben hin. Das sehen wir auch sehr, sehr schön im Verlauf der Stunde hier. Schaut euch mal schön diesen abwärtsgerichteten Markt an und hier unten. Und das ist halt das par excellence. Das ist das Handelsmuster, was ich wirklich sehr, sehr mag. Hier, wenn man das Ganze mal sieht, an dieser Stelle. Wir haben hier, ich zeichne es mal ganz kurz ein, untergeordnet in der Stunde. Das ist der Abwärtstrend. Der Abwärtstrend hat hier drüben sein Hoch gehabt an dieser Stelle, ist hier nochmal ins Tief reingegangen und dann haben wir schön den Markt rausgenommen hier an dieser Stelle. Also hier sind wir über dieses Korrekturhoch drüber gelaufen, haben korrigiert und dann einen neuen Aufwärtstrend gebildet. Und das ist jetzt natürlich sehr, sehr interessant an diesem Punkt, dass wir hier jetzt den Markt trendig nach oben sehen. Und wie schon gesagt, die Anlauflevel haben wir halt da. Die haben wir erstmal hier an diesem Korrekturhoch. Hier haben wir eins, hier haben wir eins und dann haben wir hier oben schon einen Zwischentop da. Und das ist doch interessant. Und das ist ja das, was auch wirklich richtig viel Spaß macht. Das heißt, mit Blick in diesen Chart, hier oben liegt ein Widerstandsbereich. Da haben wir wirklich die Karten offen, oben reinzulaufen. Und dann haben wir hier noch ein Zwischenhoch. Also es ist sehr, sehr interessant, die Situation hier. Muss mal schauen, ob ich hier mit dem privaten Kapital direkt auch noch die Chance bekomme, mein eigenes Muster zu traden. Aber es geht hier definitiv in eine gute Richtung. Mal schauen, ob der Markt uns hier an dieser Stelle auch weiter treiben möchte. Schaue ich mal noch in die Fragen rein. Fragen sehe ich jetzt aktuell keine. Das heißt, an dieser Stelle ganz lieben Dank für die Zeit wieder heute Morgen. Morgen gibt es wieder ganz normal den Blog-Eintrag und dann um 8.30 Uhr die Live-Besprechung der Märkte. Und wie schon gesagt, Fragen bitte gerne auch im Vorfeld hier auf Facebook einfach posten das Ganze. Dann kann ich auch darauf mit eingehen. Ansonsten allen gute Trades, einen entspannten Mittwoch, nicht zu viel Schweiß auf der Stirn und bis morgen. Tschüss.